Ah, richtig fail, aber mal so mega ins Gesicht. Alter, der war richtig daneben. Oh, und alle Schweine sind weg, ey. Da ist er wieder, der Gusor. Und er ist immer noch nicht fertig mit den epischen Angriffen. Und wie gesagt, wir haben ja schon wieder einiges gesehen in den letzten Folgen. Da ging ja wieder ordentlich die Luzi ab. Gucken wir mal, was wir hier haben. Ja, Bartsch mit ein paar. Nee, nicht Bartsch, aber Guarch. Archgo. Mit den Mauerbrechern ist aber so eine Sache. Also, ich hatte am Anfang das auch so gemacht, ah ja, dann kommt man mit den Bogies ein bisschen weiter rein. Aber da fehlt einfach wirklich die Sache, die wirklich Death aufnehmen kann. Da fehlen halt die Riesen wirklich. Warum? Warum die nicht? Warum die nicht? Die hätte ich mir ja noch gesnackt. Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, mit den Mauerbrechern nur. Schweinefail. Okay. Na, wir schauen mal. Ah, richtig fail, aber mal so mega ins Gesicht. Alter, der war richtig daneben. Oh, und alle Schweine sind weg, ey. Richtig übel. Naja, da ist natürlich dann nichts mehr zu holen. Und du hast richtig investiert. Nee, du nicht. Ist natürlich in dem Fall mega geil, weil der Gegner total gefailt hat. Dann ist es natürlich geil. Habe ich nichts gesagt. Nee, das ist natürlich ein richtiger Schweinefail gewesen. Übel. Übel auf jeden Fall. Der hätte gar nichts genommen. Der hat ja nichts genommen. Und 21 Schweine. Hossa die Waldfee. Der war richtig übel. So, Schweinefail. Minimale Troops, das ist immer so eine Sache, die ich sehr, sehr gut finde. Ja, genau, okay. Wirklich minimal. Ja, okay. Erstmal perfekt ausgeschaltet halt. Gesagt, gut, okay, komm, die drei Luckys, die gönne ich. Ich meine, es hätte auch mit einem gereicht. Theoretisch, Zeit hat man eigentlich genug. Aber vollkommen richtig. Jetzt gehen die natürlich hoch, klar. Wegen dem, beziehungsweise runter. Ein Lucky geht nicht hoch. Der geht einfach nur runter. Hier noch außerhalb der Range von allem. Genau. Hier eine schwierige Ecke auf jeden Fall, weil man alles dabei hat. Da kann man nicht einfach mal einen Lucky droppen und sagen, gut, okay, komm, mach mal. Ja, richtig. Kobis rein. Weil, was soll man sich jetzt damit beschäftigen? Lucky hätte man, wie gesagt, nicht droppen können wegen der Luftabwehr. Richtig gemacht. Mit ein bisschen Glück halten die noch ein bisschen aus. Ah, schade, in die Richtung hätten sie nicht unbedingt rennen müssen. Aber gut, so ist es halt. Und jetzt hier noch mit den Luckys. Schön weit auseinander halbwegs. Sonst hat man das Problem, Magierturm kommt an und sagt, nein, du darfst nicht. Und das nehmen die Luckys dann sehr persönlich und sind dann natürlich schnell im Arsch. Geil, außerhalb der Range. Ja, jetzt gerade so. Richtig geil. Und jetzt noch ein bisschen ran da. Ja, geil. Cool. Nochmal schön Loot genommen. Und dann, klar, da geht es dann gegen den Bogiturm. Voll in Ordnung, auf jeden Fall. Fetter Loot vom YOLO-Zocker 2.0. Ja, auf jeden Fall.
Ja, hier richtig volle Lager. Richtig schön, also nicht Lager, sondern Sammler halt, aber richtig voll. Und dann nochmal hier schön. Das passt. Aber hier eventuell den King. Den King droppen. Wirklich, ich würde hier den King droppen und dann hier langlaufen. Weil halt, ja genau. Aber vorher sogar schon. Als erstes den King gedroppt. Aber läuft halt, auf jeden Fall. Und dafür ist der King einfach Gold wert. Er ist einfach das Gold wert, weil wirklich auch auf Stufe 1 macht der so viel. Und ich weiß das noch am Anfang mit meinem, also mit meinem ersten Account, sage ich mal. Ich habe den King am Anfang super spät gemacht, weil ich mir dachte, ach naja, brauchst du ja nicht, brauchst du ja nicht. Der macht dir besonders im Rathaus 7, macht der dir richtig, öffnet der dir Türen und Tore, auf jeden Fall. Oh, wir sind wieder voll. Mal gucken. Dann hauen wir doch einfach nochmal einen Angriff rein. Schauen wir mal, ich mache jetzt mal voll. Wie gesagt, die dunklen Truppen auch noch nicht geabt, weil ich wirklich mir sage, ich nutze sie jetzt momentan gar nicht. Es geht mir wirklich um den King. Und dann im letzten Moment werde ich die Truppen upgraden, bevor ich dann hochgehe. Und dann ist das schick. Nice. Eigentlich ganz nice. Aber ich muss wirklich sagen, hört sich jetzt ein bisschen dekadent an. Aber pff, nö. Nö. Ein bisschen zu viel Arbeit könnte ein bisschen zu viel schief gehen, finde ich. Und ja, das kriegt man dann noch einfacher. Irgendwo. So. Hier würde ich sagen, könnte man mal einen Angriff starten. Wobei man auch wirklich vorsichtig sein müsste. Hier würde ich den Flächenschaden. Ich glaube, von hier rangehen, da die Mauer killen und dann mit allen Riesen rein. Und dann, was das Zeug hält. Und gleich natürlich alles, was so die Bogitürme machen können, beziehungsweise anrichten können an Schaden, gleich minimieren. Dass halt die Riesen wirklich, die sind ja jetzt mein oberstes Ge Gut, sag ich mal, dass die halt nicht so viel abkriegen. Weil ich die halt wirklich ein bisschen schützen muss. Ihr könnt ruhig da lang rennen, ich wollte schon gerade sagen. Der Minenwerfer triggert schon gerade das andere Ziel an, dann kann ich hier nämlich schön von der Seite mit den Goblins ankommen. Dann bin ich hier nämlich auch schon schön drinne. Ja, Riesen sind schon weg, ganz klar. Dann ist jetzt wirklich Zeit, um richtig zu spammen, weil sonst habe ich keinen Überraschungsmoment mehr. Dann bin ich sonst weg vom Fenster und keiner will mehr was von mir sehen. Komm, bitte, bitte, bitte. Kobis, halte noch ein bisschen aus. Ja, geil. Cool, das ist in Ordnung. Das ist okay. Ja. Nicht gewonnen, aber ein bisschen was Loot mitgenommen auf jeden Fall. Läuft. Klar, ich habe jetzt dafür. Ich sag mal, um und bei 4 Minuten geskippt, denke ich mal, ungefähr. Aber egal, warum soll ich denn irgendeinen nehmen, der mir irgendwie 100k von beidem gibt und dann noch, wer weiß, wie versteckt alles ist, wo ich gar nicht genau weiß, schaffe ich es denn wirklich? Warum denn? Ist doch Quatsch. Klar, wenn man natürlich keine Zeit hat, doof, logisch. Ah, okay, mit Walküren. Mit wirklich Special Troops, würde ich sagen. Hier dran denken, nur mal so. Ich weiß jetzt nicht, ob die Walküren noch ganz sind. Aber Flugtruppen sind nicht heilbar. Ja, okay, Walküren sind noch ganz und auch der Golem wird geheilt. Alles cool, habe ich nichts gesagt, aber so eine Sache ist es halt. Man denkt sich, oh cool, ich kann hier meine Ballons zum Beispiel healen oder sowas. Das läuft nicht. Ansonsten eine super geile Nummer hier. Das ist echt geil. Ich meine, wenn eine Walküre und auch der Golem, sage ich jetzt mal, eine Weile halten, sind wir doch ehrlich. Ich meine, das ist das, was wir wollen. Ganz klare Nummer.
Luftabwehr ist auch ewig nicht in Reichweite. Von daher sehe ich für den Heiler nochmal richtig Start. Und alle Truppen, wa? Einmal alle Truppen? Ist das richtig? Also es wurde ja irgendwas geschrieben mit einmal alle Truppen da. Hier, der Heal, würde ich auch sagen, das läuft. Klar, der Bogiturm setzt ihm natürlich trotzdem zu. Aber gut gemacht auf jeden Fall. Jetzt, ja genau, jetzt wäre es nämlich kritisch geworden für den Heiler. Aber hat geklappt. Da wird es definitiv kritisch für den Heiler. Hoffen wir mal, dass sich die gesamten Truppen hier in dem Bereich aufhalten. Das wäre mega geil, weil das in dem Bereich wäre halt Fail, ganz klar. Einwandfrei hier richtig schön Def einstecken. Du hättest nicht blitzen müssen. Einwandfrei. Super tolles Ding. Cooler Angriff auf jeden Fall. Wo haben wir noch so viel Gold? Ah, in der einen Mine. Okay. Sehr, sehr geiles Ding. Auf jeden Fall sehr geil. Jetzt geht der Heiler down. Da ist Ende. Ein Jump noch reingeballert. Läuft. Auf jeden Fall. Okay, also hier wolltest du wirklich einmal alles geben. Du sagst dir, okay, ich mache jetzt mal wirklich drei Kreuze und gebe hier mal richtig Gas. 26 Sekunden, da sehe ich nicht die 100%. Aber ich muss niesen. Aber auf jeden Fall richtig Gas gegeben, ganz klarer Fall. Also das ist natürlich echt, guckt euch das mal an, was hier an Truppen einfach mal verballert wurde. Geiler Angriff auf jeden Fall. Und das Ding hat sich sogar noch gelohnt. Also normalerweise sagt man ja, oh, hier Special Angriff und die lohnen sich ja nicht so wirklich. Aber das Ding hat sich sogar noch gelohnt in dem Sinne, sage ich jetzt mal. Das läuft auf jeden Fall. Damit möchte ich mich erstmal wieder verabschieden und ihr haut bitte rein.